Das alles hast du dir doch selbst bereitet, weil du den Herrn, deinen Gott, verlässt, so oft er dich auf rechtem Wege leiten will. Du bist doch selber schuld an deinem Elend. Was für ein unbarmherziger Satz. Ein Satz, den keiner braucht, der im Unglück ist. Im Hebräischen ist es eine Frage, die Jesaja stellt. Ist es nicht so, dass du alles selber verschuldet hast? Was für eine gemeine Frage, die uns zum Nachdenken bringt, die uns immer wieder zum Grübeln bringt. Hätte ich damals nicht dieses und jenes anders machen sollen? Hätte ich nicht damals schon zum Arzt gehen sollen, als ich die ersten leichten Schmerzen hatte? Hätte ich meinen Mann, meine Frau, meinen Vater, meine Tochter nicht zum Arzt schicken müssen, damals, als die leichten Magenschmerzen waren? Vielleicht hätte sie dann gerettet werden können. Was habe ich nicht falsch gemacht? Was hätte ich anders machen können? Unbarmherzige Fragen und schlimmer, wenn sie von anderen gestellt sind, als Vorwurf gar gemeint. Du bist doch selber schuld an deinem Elend. Du hast nichts zu essen, selber schuld. Keine Wohnung, selber schuld. Die Frage, die Aussage des Propheten Jesaja, ein schlimmer Vorwurf gegen sein Volk gerichtet. Da steckt aber auch der Satz drin: Gott, du verlässt Gott deinen Herrn, so oft er dich auf rechtem Weg leiten will. Da steckt die Aussage drin, Gott führt uns auf rechtem Weg. Und er sagt uns nicht nur einmal, du sollst dieses oder jenes tun, sondern sein Führen, sein Leiten jeden Tag aufs Neue. So wie der Satz beim Propheten Jesaja gesagt wird, ist er nicht der Satz, der in die Vergangenheit geht und sagt, du hast damals alles falsch gemacht, und darum sieh zu, wie du mit deinem Elend klarkommst, sondern Gott ist für dich da. Er leitet dich und er gibt dir die Möglichkeit, dich und dein Verhalten, deine Einstellung zur Welt zu ändern. Jeden Moment aufs Neue kannst du anfangen, neu beginnen. Es ist nicht der Satz, der sagt, nun musst du gefangen bleiben in deinem Elend. Aber es ist auch nicht der Satz, der Gott alle Schuld in die Schuhe schiebt, sondern zu sehen, das, was ist, da bin ich selber mit beteiligt. Ich hätte Chancen gehabt, etwas anders zu machen. Manches besser und manches schlechter. Es ist der Satz, der uns Hoffnung gibt. Hoffnung und die Möglichkeit, dass wir etwas anders machen, dass wir aus den Fehlern der Vergangenheit lernen. Und diese Krise, in der unsere Gesellschaft im Moment steckt, sie kann ein abgelutschter Satz, sie kann eine Chance sein. Sie kann die Chance bieten, über uns und über unser Verhältnis nachzudenken. Das kann ich jemandem, der gerade jetzt im Unglück steckt, nicht sagen. Das wäre unbarmherzig. Sieh doch deine Krankheit als Chance. Aber ich kann es mir selber sagen. Das, was mir jetzt passiert, die Situation, in der ich bin, sie bietet mir die Möglichkeit, über mein Leben neu nachzudenken. Und das, was wir einander weiter sagen können, Gott sieht dich, Gott sieht, wie es dir geht, Gott sieht, was dich beschäftigt und Gott führt dich auf dem Weg, der zum Leben führt. Lass dich auf Gott ein. Amen. Ich steh vor dir mit leeren Händen, Herr. Fremd wie dein Name sind mir deine Wege. Seit Menschen leben, rufen sie nach Gott. Mein Los ist tot, hast du nicht andern Segen. Bist du der Gott, der Zukunft mir verheißt? Ich möchte glauben, komm du mir entgegen. Von Zweifeln ist mein Leben übermannt. Mein Unvermögen hält mich ganz gefangen.
hast du mit Namen mich in deine Hand, in dein Erbarmen fest mich eingeschrieben. Nimmst du mich auf in dein gelobtes Land, werd ich dich noch mit neuen Augen sehen. Sprich du das Wort, das tröstet und befreit, und das mich führt in deinen großen Frieden. Schließ auf das Land, das keine Grenzen kennt, und lass mich unter deinen Kindern leben. Sei du mein täglich Brot, so wahr du lebst. Du bist mein Atem, wenn ich zu dir bete. Wir beten gemeinsam. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich. Er schenke dir Frieden. Amen.